Warum bin ich zu Elsa Gindler gekommen? Ich hatte eine Frage. Wie lernt man Bewegung? Also, wenn ich eine Bewegung abschaue und das nachmache, geht. Und wenn es nicht geht, was mache ich dann? Und dann habe ich vieles ausprobiert. Und ich kam letztlich auf Elsa Gindler. Warum? Weil Elsa Gindler lässt den Weg offen. Sie ist prozessorientiert, sie legt keine Technik fest, sondern sie gibt dir die Möglichkeit, in Versuchen dahin zu kommen, Bewegung und nicht nur Bewegung, sondern letztlich dich selber kennenzulernen. Wie groß ist dieser Zwischenraum? Wo kommt der Oberschenkel wieder auf den Boden zurück? Ist das rechts gleich wie links oder unterschiedlich? Nimm es nur wahr, nicht verändern. Also was ist anders bei Elsa Gindler zu Yoga oder Fitness oder Entspannungsübungen? Elsa Gindler macht nicht Körperarbeit, sondern Elsa Gindler spricht dich als Person an. Du bist im Zentrum, ich bin im Zentrum, es geht um mich, es geht nicht um meinen Körper, es geht nicht darum, den Kopf zu verlieren. Der Kopf gehört zum Körper. Er gehört zu mir. Ich bin es, der sich wandeln möchte. Darum geht es. Und Elsa Gindler hat nicht den Körper angesprochen, sondern immer die Person in ihrem Umfeld, in seiner eigenen Biografie, so wie er jetzt und hier ist. Sie sagt, wir handeln immer richtig, weil wir so sind, wie wir sind. Und wenn wir was ändern möchten, dann müssen wir gucken, was wir an uns ändern können. Und das ist eine harte Arbeit. Schiebt die Stange zum Körper Störung. Und was geschieht, wenn ich das einfach darauf liegen lasse? Beginnt sich da was in der Muskelmasse zu verändern? Verändert sich der Kontakt mit der Stange? Das Zauberwort wäre sich einlassen auf diese Stimmung. Machen ist aktiv, ist Spannungsaufbau. Und nur wenn wir ins Gelassen kommen, in das Nichtstun, in das Zulassen, dann kommen wir in den parasympathischen Zustand und der ist dafür zuständig, Lösung, Entspannung und die Muskulatur zu bringen. Die Wirkung geht tief in die Stützmuskulatur, tiefer als man denkt. Elsa Gindler gibt keine Methode an, sagt sie, aber sie hat einen ganz klaren Weg. Sie sagt, wesentlich ist nicht das Sein, sondern das, wie wir uns verwandeln, das Werden. Wir sind immer im Werden. Es gibt keinen Zustand. Aber wir machen ständig Zustandswahrnehmungen bei Elsa Gindler in ihrer Arbeit. Aber letztlich geht es darum, wie ich mich verändere in dem Versuch. Ich mache eine Zustandswahrnehmung, dann probiere ich etwas und dann mache ich wieder eine Zustandswahrnehmung
und merke, ich bin eine andere geworden. Und das ist der Weg. Wie komme ich dazu, mich so zu verändern, dass ich das, was ich machen möchte, was ich eigentlich möchte, dass ich dahin komme. Thank you.